erstmal nicht. Außer natürlich grundsätzlich ist es immer fraglich, das PKI-Verfahren, ob das dann taugt oder nicht oder so. Aber ansonsten generell nicht. Nee. Ansonsten sieht es gut aus. Schon. Ich denke, wir werden es dann nochmal hören. Ja. Hm. Glaube ich auch. Ist kein Problem. Die liegen doch da, oder? Ich würde mal grob mal einfach mal so rüber gucken, wie bewertet wurde. Achso, dann. Das kriegt ihr ja auch noch zurück, ne? Ja. Nehmen Sie wieder. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob es nicht gut ist. Es ist eigentlich das Recht eines jeden Menschen, die Privatsphäre so frei nutzen zu können. Ich meine jetzt, ohne irgendwo zu sagen, ja, ich bediene mich irgendwelcher Kreditkarten, um auf andere Leute Kosten irgendwo einzukaufen. Nehmen wir mal diesen ganzen Schmodder. Nehmen wir diesen ganzen Schmodder mal einfach ganz weit weg. Aber einfach die Freiheit zu haben, in Ruhe einfach mal Nietzsche lesen zu können. Einfach nur mal Nietzsche lesen zu können und einfach zu sagen, super, schön. Das finde ich gut, das gefällt mir jetzt. Ohne, dass da irgendwer daneben hockt, quasi virtuell betrachtet, und weiß jetzt, aha, er liest gerne Nietzsche. Könnte gefährlich sein. Ja, Nietzsche lesen könnte gefährlich sein. Andere Leute schauen Saw und sind auch nicht gefährdet. Diese Brutalo-Filme da, ja. Ein Moslem zu sein bedeutet auch nicht gleich ein fanatischer Terrorist zu sein. Das liegt ja an Nietzsche. Ich finde Nietzsche eigentlich sehr drastisch. Konkret, direkt, brutal ehrlich. Ich mag das. Und ich mag die Art, wie er was ausdrückt. Das finde ich gut. Das hat man selten. Und das als literarisch auch noch hochwertig zu bezeichnen, finde ich schon gut. Die Anerkennung hat er sich verdient. Ohne Zweifel. Was liest du von mir? Alles, was ich auftreiben kann. Nicht konkret zum Beispiel. Also ich bin jetzt niemand, der von Nietzsche jetzt sagt, ich muss jetzt genau das Werk von ihm haben oder die und die Sammlung muss ich von ihm haben. Nein, ich treffe auf das, das nehme ich mir mit, das sauge ich mir raus. Wenn ich ein Buch finde, eine Sammlung von ihm, dann kaufe ich mir das. Dann lese ich das durch, in Ruhe, mit Muße. Kann passieren, muss aber auch nicht sein. Ich lese aber generell betrachtet sehr, sehr wenig. Weil es eigentlich nur mehr verblödet. Ich hatte einen Zeitpunkt, wo ich abgehört wurde, wo meine Internetverbindung überwacht wurde, wo ich am Flughafen befragt wurde. Ich glaube, wenn man damit nicht umgehen kann, hat man den Beruf falsch gewählt. Und das ist etwas Wichtiges, was man verstehen muss. Die meisten Leute in dieser Szene definieren sich darüber, was sie machen. Sowohl oft im legalen Bereich als auch im illegalen Bereich. Und das ist natürlich etwas sehr Mächtiges. Wenn ich meine rhetorischen Fähigkeiten anders ausspiele, ist es kein Problem, dass Leute Angst davor haben. Ich versuche, sie zu beruhigen, weil ich lieber Freunde habe, als Leute, die vor mir wegrennen. Midori natta. Aoku natta. Aou da yo. Aou da yo. There's the competition, man. And that's what we want. Oh, there's two sad. Come on, kids. Man, scan the field and tell me if you see something. Nope. Mother and JK? No.
One set, I don't care. Peace. Got that. It's Atsukumaya after all. It's Atsukumaya after all. Our opening rate is going to be so ridiculous, 3 set. JK, please. Eh, cosplay yatte de shou? Cosplay de shou? Usso, nani yatte de? Nani koru? Nani koru? Usso. Hacken und Dating haben gemeinsam, dass man bei beiden schaut, womit habe ich es zu tun, was läuft, welche Version, welche Einstellung, bin ich damit kompatibel. Und das kannst du jetzt sehen in der, im positiven Sinn, nach dem Motto, habe ich die gleichen Protokolle im Computer, haben wir die gleichen Interessen oder sind wir auf der gleichen Wellenlänge, beziehungsweise kann ich das System brechen, kann ich den Computer knacken oder kann ich die Person, die mir gegenübersteht, überlisten. Es gibt immer die beiden Ansätze dazu. Give me a second, just wait here. Okay. Bleib einfach hier oben. Was ist mich zu? Gut nara, Panzer in, Panzer auch dort zu dabei. Gut nara, Panzer in, Panzer auch dort zu dabei. Kudaya. Warika. No hook. She's my Q girl, man. We've touched her so many times before. No. You remember her? Hey, just mich, just mich zu. Boots nara, pants inka, pants auto, dochi da gai. Kodaya. Inu ka neko, dochi da ski? Neko. Neko? Inu? Inu? Ote. Kawari. High touch. Cool, man. Als ich mich entschieden habe, für eine japanische Firma zu arbeiten hier, hatte ich innerhalb von 24 Stunden 3 Angebote, einfach nur durch Mundpropaganda. Die Firmen suchen händeringend nach Leuten, die es wirklich gut können. Und zwar egal, was es ist. Die Leute suchen händeringend nach guten Buchsetzern, suchen händeringend nach guten Köchen, sie suchen händeringend nach guten Hackern. Das Problem ist, dass die meisten Menschen glauben, sie sollten sich irgendwo auf das Mittelmaß reduzieren. Da kann ich dann keine Hilfe geben, das habe ich nie gemacht. Mich hat das Mittelmaß nie interessiert. Ich war auch ich muss nicht überall der Beste sein. Das ist, ich glaube, Blödsinn. Das macht einen nicht glücklich. Aber wenn ich etwas der Beste sein will, dann lasse ich nicht los, bis ich da angekommen bin. Oder ob ich zumindest in den oberen 10% oder 5% bin, dann bin ich zufrieden. Aber vorher, das ist, glaube ich, das Problem, was viele Leute haben, die ins Hacking einsteigen. Sie wollen was machen, dann verstehen sie was und dann sind sie besser als all ihre Freunde und das reicht ihnen. Das kann nicht sehr frustrierend sein, dass man besser als all seine Freunde, dann tut sich dieser Horizont auf und sieht man, da ist noch eine völlig größere Gruppe von Menschen, die noch viel besser sind. Und dann ist man da oben und dann sind ja noch mal mehr. Die können es noch mal besser. Und da immer dran zu bleiben, da braucht man, glaube ich, einfach die Persönlichkeit zu, die sagt, ich höre nicht auf, bis ich oben bin. Und was anderes kenne ich nicht. Der Hacker mit der Steckdose in der Schläfe, der die Speicher von Firmen und anderen Institutionen durchstreift, um an wertvolle Daten wie Formeln und Erfindungen heranzukommen, die sich in klingende Münze umsetzen lassen, das ist der Glücksritter der Zukunft. Als Söldner von Multis nehmen die Hacker Aufträge an, um sich zu streng geheimen Daten der Konkurrenz durchs Eis zu hacken. Durch gefährlich elektronische Sicherheitseinrichtungen, von denen ihnen bei jedem unvorsichtigen Schritt das Gehirn ausgebrannt werden kann. Ja, aber das ist doch hier Philosophie, no hacks for money.
haben wir eigentlich immer gesagt, wir hacken nicht für Geld. Davon halten wir uns frei. Ist aber auch ein paar Mal natürlich passiert. Selbst mir ist das mal passiert. Ich habe auch alle Regeln auch schon mal gebrochen. So ist es nicht. Aber die Philosophie No Hacks for Money vom WOW eindeutig vorgegeben war ein guter Ansatz. Und auch immer klar abzutrennen, wo sind wir die Forscher, Entdecker oder die gesellschaftspolitisch Verantwortlichen. Bei Hacks for Money jedenfalls nicht. Hacker sind unwahrscheinlich neugierige Leute, die auf der Suche sind nach, ja, eigentlich nach den Informationen, die ihnen so nicht angeboten werden. Und Informationen haben heutzutage ihren Preis und werden auch in Zukunft ihren Preis haben. Und wir möchten eigentlich verhindern, dass es dort die Zweiklassengesellschaft derjenigen gibt, die sich diese Informationen leisten können und die anderen, die sie sich nicht leisten können. Die Hackerethik ist ja, das sind passenderweise 10 Gebote, die halt sind da ja auch wiedergegeben im Chaos Computerbuch, die halt bestimmte Verhaltensweisen vorschlagen, denen man folgen solle. Ne? Was man als Hacker tun soll, was man als Hacker tunlichst nicht tun soll. Und das ist schon Ende der 80er Jahre soweit gewesen, dass das hier keine Bedeutung mehr hatte in der deutschen Szene. Das wurde gerne zitiert und gerne herangeführt gegenüber Journalisten, um aufzuklären, dass wir doch alle liebe Hacker sind, aber dran gehalten hat sich kaum einer. Was ich bei hyperintelligenten Leuten beobachte, ist, dass sie tief unglücklich sind, weil sie anfangen, über die Probleme der Welt nachzudenken. Ich weigere mich, über die Probleme der Welt nachzudenken. Sie sind nicht meine. Ich denke über meine Probleme nach und ich löse sie. Damit belasse ich erstmal andere Leute nicht. Ich würde mir wünschen, dass das viel mehr Leute machen, weil die meisten Menschen denken über die großen Probleme nach, aber nicht über ihre eigenen und hoffen, dass irgendwer anders ihre Probleme löst. Das passiert aber leider nicht. Und ich denke über die Probleme meiner Freunde nach, die Leute, die mir wichtig sind. Aus einem Grund wichtig sind und löse ihre Probleme, weil auch das mir hilft. Ich bin egoistisch. Wenn es meinen Freunden gut geht und mir gut geht, dann ist alles in Ordnung. Und wenn das jeder so machen würde, ich sage mal weltweit, bleiben, glaube ich, sehr wenige Probleme, die wir noch wirklich zu lösen hätten. Wenn ich jetzt natürlich ankomme und sage, ich will alle Welt glücklich machen, dann habe ich ein Problem, weil das wird mir nicht gelingen. Und Leute, die das versuchen und die sich darauf festbeißen, ich sehe sie oft sehr unglücklich werden. Ich wurde vom Verfassungsschutz gefragt, wo man hacken lernen kann. Und ich habe gesagt, das kann man nicht lernen, das ist eine Lebenseinstellung. Über Monate hinweg war die Pressearbeit für den NASA-Hack vorbereitet worden. Es lag also alles abgedreht. Es gab einen abgedrehten Fernsehbeitrag bei Panorama, es gab eine fertige Sterngeschichte, es gab eine fertige Geschichte bei dpa. Es war also alles praktisch da. Es ging jetzt nur noch um den Zeitpunkt, wann wir damit in die Medien gehen. Und wir hatten hintenrum erfahren, dass gegen uns Durchsuchungsbeschlüsse angefordert waren. Also, dass wir demnächst mit Besuchen zu rechnen hatten und haben dementsprechend gesagt, okay, dann wäre es jetzt auch an der Zeit, das Medienfeuerwerk zu zünden.
damit wir genügend Öffentlichkeit haben, wenn die Polizei bei uns einfällt. Und wollten da eigentlich nur eine schnelle Nummer draus machen, um in den Medien wieder präsent zu sein, um, wenn dann die Polizei kommt, drauf aufzusetzen. Und dadurch, dass sich dann der Barschel in die Wanne gelegt hat, war das Thema eigentlich bei uns auch so nach 2-3 Tagen Pressearbeit, war die Interessen der Medien erstmal ganz woanders. Aber die sind ja dann auch 4 oder 5 Wochen später, kamen ja dann auch die ersten Hausdurchsuchungen, die ich eben erwähnt hatte. Und daraufhin konnten wir dann die ganze Medienarbeit natürlich gleich wieder darauf aufsetzen, sozusagen. Das war schon geschickt eingefädelt, ja. Über den bisher größten und brisantesten Computereinbruch der Welt berichten nun Thomas Ammann und Matthias Lehnhardt. 135 Großcomputer eines internationalen Raumfahrtforschungsnetzes waren von ungenannten Computerfreaks, den Hackern, von Deutschland aus geknackt und durchstöbert worden. Das mochten weder das Bundeskriminalamt noch die französische Staatsanwaltschaft zu Recht glauben. 2 Wochen später durchsuchten sie mit vereinten Kräften die Wohnung von Steffen Vernieri, einem Sprecher des Clubs. Anzeigen aus Frankreich und der Schweiz beschuldigten ihn der Industriespionage. Er habe besonders gesicherte Daten ausgespäht. Nun muss ich in meiner Position als Pressesprecher des Clubs sagen, dass ich an den ganzen Geschichten, die hier erwähnt werden, überhaupt nicht beteiligt war und dass ich durch das Vorgehen der Behörden hier meine Existenz sehr extrem bedroht sehe. Dass ich das für unzumutbar halte, denn an für sich gäbe es ja auch den Weg, da locker drüber zu sprechen, wenn die Herren mal Probleme haben, aber sie ziehen es anscheinend vor, mich da zu versuchen, in eine kriminelle Ecke zu drängen. Und man muss mal sehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Ein halbes Jahr später luden Sicherheitsexperten Vernieri zum Vortrag nach Paris. Der Ausflug endete im Knast. Knast hatte ich mir dann ja meine Akte angefordert, das waren so 1,5 Meter. Und da war ja dann der Bericht von der Durchsuchung, der Hausdurchsuchung bei mir drin. Und da wurde eben ausdrücklich erwähnt, ja, wir haben da ein Exemplar von Adolf Hitler, Mein Kampf, bei ihm gesehen. So, das muss ein Nazi sein. So, das war also dann der Hintergrund dieses Untersuchungsberichtes. Und als ich dann nach 2 Monaten, 66 Tagen aus dem Knast rauskam, hat mein Hamburger Anwalt mit dem Hamburger Staatsanwalt ein informelles Frühstück, nannten wir das, gemacht. Und dann erzählt mir der Herr Giesler, Herr Vernieri, ich habe den mutmaßlichen Verdacht, Sie sind ein Ostagent. Ja, mach ich, wie kommen Sie denn darauf? Ja, wissen Sie, bei Ihrer Hausdurchsuchung, da hing ein Foto von Erich Honecker in der Küche. Und da habe ich gedacht, sag mal, sie sind ja wohl nicht ganz dicht. Die halten dich für Nazi, die halten dich für einen Kommunisten. Und die waren beide auf der gleichen Hausdurchsuchung. Ja? Und das war für mich also irgendwie doch eine böse Erkenntnis, dass du diesem durchgeknallten Interpretation aber schutzlos ausgeliefert bist. Und die haben ja letztlich den ganzen Freundes- und Sozialkreis dann zersetzt mit Gerüchten, ich wäre Ostagent und so weiter. Es ging ja nur hintenrum dann um Rufschädigung. Und letztendlich wurde die komplette soziale Struktur des Clubs damals zerschossen durch die Intrigen der Ermittlungsdienste. Von der Summe her, sag ich, sind wir alle verarscht worden, ne? Und gegeneinander ausgespielt worden an der Stelle. Und Ziel war natürlich, das soziale Netzwerk kaputt zu machen, weil das war das, was uns so stark gemacht hatte. Und als der Steffen verhaftet wurde, wollte natürlich jeder, ich eingeschlossen, derjenige sein, der Steffen da wieder aus dem Knast holt. Und daran hat sich das hochgeschaukelt, ganz einfach. Das ist aus heutiger Sicht lächerlich eigentlich, aber... Aber das hat halt gezeigt, woran da vielen Leuten gelegen war.
in der Situation, dass es einfach nicht mehr um die Sache ging, sondern nur noch darum, in irgendeiner Form über diese Schiene entweder bekannt zu werden oder Geld zu machen oder was auch immer. Ne? Also hängt vielleicht auch eine langjährige Frustration dahinter, das nicht geschafft zu haben vorher. Ne? Und dann kamen die Geschichten mit dem KGB-Hack und dann konnte man irgendwann auch nicht mehr unterscheiden, also irgendwie, wer arbeitet da jetzt für sich, wer arbeitet für jemand anders. Und das war mir einfach zu unübersichtlich. Verfassungsschutz im Spiel. Irgendwann später wurde von mir dann auch noch behauptet, ich hätte für den Verfassungsschutz gearbeitet. Und ja, mit solchen Kampagnen wurde da gearbeitet und das war nicht mehr mein Ding. Also wenn du erstmal so unter Beobachtung gestanden hast, weil man dich ja vermutet hat und so, ne, dann bewegt man sich auch schon anders. Du denkst immer so, was ist denn das für ein Auto hier in der Straße? Das habe ich ja hier noch nie gesehen. Dann verwirft man den Gedanken auch wieder. Der Gedanke kommt aber auch plötzlich wieder hoch, wenn man irgendwo steht und plötzlich merkt man, man hat seltsamerweise mehr Zuspruch. Leute sprechen einen auf der Straße an. Banal, ganz banale Dinge, wo man sagt, warum sprechen die mich jetzt alle plötzlich an? Die haben mich doch nie angesprochen. Und die kennen mich doch schon seit 2 Jahren. Aber angesprochen hat mich noch nie einer von denen. Welche Zusammenhänge? Gibt es da Zusammenhänge? Passiert da vielleicht gerade irgendwas wieder, irgendwie, wovon dem ich noch nichts weiß? Weil in der Regel wird ja ermittelt, man weiß es ja nicht. Aber das gibt ja trotzdem nicht das Recht der Gesellschaft oder auch den anderen Menschen da draußen, mir privat vorzuschreiben, ob ich im Kaninchenanzug mit 30 Leuten wildvögelnd in meinem Wohnzimmer hocke. Das ist meine Privatsache. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber wir kriegen das gesellschaftlich noch nicht sortiert. Ich kann machen, was ich will, aber ich darf es nicht. Gesellschaftlich betrachtet nicht. Und deswegen schütze ich meine Privatsphäre. Einfach nur, um zu sagen, das ist meins. Da entscheide ich bis jetzt wenigstens immer noch, was ich da tue. Für viele ist es wahrscheinlich verwirrend festzustellen, dass ich eben so extrovertiert auftrete, weil man sich doch vorstellt, dass Hacker, VXer, Computerfreaks, wie auch immer man es ausdrücken will, eher introvertiert sind. Gerade die Gothic-Szene hat es mir eben angetan, weil ich dort prozentual mehr Menschen gefunden habe, mit denen ich auf einer gewissen Basis reden konnte. Sie sind offener, oftmals freundlicher. Und es herrscht ein gewisser Zusammenhalt, da es eben eine kleine Szene ist. Letztes Jahr habe ich ein Jahr Praktikum bei Daimler gemacht.
Das Interessante war, dass dieses Praktikum entstanden ist dadurch, dass Daimler mich angeschrieben hat, beziehungsweise der Chef der Sicherheitsabteilung. Aufgrund meines Artikels über... Er hat mich angeschrieben aufgrund meines Artikels über die Virus Coding Scene. Das war in Hacking, VX und The Virus Underground. Und wir sind dann eben näher ins Gespräch gekommen. Und in diesem Artikel war eben ein kleiner Vermerk, dass ich derzeit keine Arbeit habe oder sagen wir gerade aus der Schule raus war und Arbeit suche eben. Und das hat sich dann alles Stück für Stück ergeben. Und am Ende habe ich eben in der Sicherheitsabteilung ein Jahr ein Praktikum absolviert und somit meinen Schulabschluss damit gemacht. Also den praktischen Teil des Fachabiturs. Und wie fanden die das, dass du in der Virenszene bist und Viren programmierst? Wir haben sehr viele Diskussionen natürlich darüber geführt. Es war jedoch schnell klar, dass ich das alles mit einem moralischen Hintergedanken mache oder einem ethischen Hintergedanken. Ich habe Programme geschrieben, die hätte man vielleicht benutzen können, um Schaden anzurichten. Sie waren jedoch nicht darauf ausgelegt, sie waren für Sicherheitstests ausgelegt. Und dabei blieb es. Und jeder, der sich damit ein bisschen näher beschäftigt oder mit mir diskutiert, wird schnell begreifen, dass ich diese Fähigkeiten nutze, um sozusagen Schaden abzuwenden. Ist das hier? Ja, kann man alles abstecken. Nach dem Motto, eigentlich wollten sie, dass ich das Land bin, 6 Stunden oder so, mich in den letzten Flieger am Abend packen und so weiter. Also wirklich zack, raus. Ne? Und da habe ich gesagt, nee, ich will jetzt schon anständig essen gehen und nur duschen und dann morgen mit dem Flieger mittags irgendwie und so grummel. Haben die sich dann entschuldigt oder? Na Quatsch. Das sind Behörden. Ja, aber ich meine, irgendwie sie haben sie doch im Endeffekt nur blamiert. Das Verfahren ruht nur. Immer noch? Ja, seit 98, Ruhezustand. Ist möglicherweise auftauchen. Sie warten und suchen nach weiterem Beweismaterial. Alle Akten nationale Sicherheit, Verfahren ruht. So. Nice. Ja. Nein! Achso, das ist der. Also, fast schon kontaminiert. Sei vorsichtig, ich könnte immer noch gestehen. Du könntest immer noch, aber mich haben sie bloß 93 irgendwie auf der Liste gehabt, hat mir die Sterzin gesagt. Ja. Steffen, die Kamera läuft, also wenn du stehen willst. Es wird in seinem Sterbevideo zu sehen sein, wie er alles zugibt und den Franzosen dann sagt, ich war's doch. Ich würde dir anbieten, mit einer Grillzange. Ich dokumentiere seit 88 nichts mehr, seitdem ich im Knast war. Da wird nichts mehr dokumentiert. Keine Terminsysteme, keine Notizen über irgendwelche Sachen. Nur Kurzzeitnotizen, die regelmäßig vernichte werden. Ich dokumentiere nichts mehr. Ich schreibe keine E-Mail-Anweisungen, sonst was mache ich. Fast alles persönlich mit den Leuten und bin überhaupt kein Fan, jemals nochmal Papier zu produzieren, was andere Leute diskreditieren können. Das ist mein Resümee daraus. Deshalb findest du auch seit 88 wenig von mir im Netz, wenn du suchst. Es gibt keine Artikel, keine Stellungnahmen und keine strategischen Beiträge und so weiter, gibt es von mir nicht mehr. Kannst du dir mündlich anhören, ohne Kamera, aber ne, das wird nicht mehr dokumentiert. Habe ich keinen Bock drauf. Insofern kann ich auch verstehen, dass der zunehmende Überwachungsstaat das Verhalten der Bürger verändert. Ne, was der Schaper mal sagte, das Kommunikationsverhalten verändert sich, das kostet Freiheit. Da kann ich ihm nur recht geben. Aber bei mir ist es halt noch ein anderer Hintergrund, ne, weil ich nicht nochmal irgendwelche Papiere in der Schublade haben will, die andere Leute belasten. Da habe ich keinen Bock drauf. Also wird das gar nicht mehr angefertigt. Also du hast andere Leute belastet durch... Die haben bei mir Sachen gefunden, die andere Leute belastet haben. So viel hätte ich gar nicht wegschmeißen können. Ja. Keine Frage. Deshalb wird einfach nichts mehr dokumentiert. Das soll, gewisse Sachen muss ich nicht zweimal machen. Habe ich auch gelernt.東口の、なんかチケット、いろんなチケットゲートあるから、それあまりできないけど、なんか東口の出口ある。前と違う方、前は、
と立ち込まれ口だったけど、なんか今は東口で来て。OK、わかった。12時水曜日。さらに写真は嬉しかった。うん、わかったよ。わかったよ。じゃあ水曜日まで。OK、また。Noch was? Um was ging's? Das war das Mädel, was ich vorher angerufen hatte. Das geht darum, wann wir uns das nächste Mal treffen. Und was ausgemacht? Mittwoch um 12. Ich sage mal, eine der Fragen, die ich mir immer stelle, ist, wenn ich mein Leben anderen Leuten erzählen sollte, was wäre interessant? Wo würden die Leute sagen, ach, naja. Und wo würden die Leute sagen, hey, das ist krass, wo die Leute zuhören. Und danach kann ich sehr schöne Entscheidungen treffen, wenn ich mich frage, was ist die interessantere Geschichte? Ich ging vom Gymnasium ab, nachdem ich hart gelernt hatte für meine Fächer, habe dann angefangen zu studieren und war dann irgendwann Systemadministrator in Deutschland. Oder ich ging vom Gymnasium ab, nachdem ich bereits 2 Jahre nicht so viel Schule gemacht hatte, sondern immer nur mich auf Hacken spezialisierte, in der Schule meistens schlief oder irgendwie anders die Teilzeit totschlug, trotzdem genau so viel machte, dass ich durchkam und im Endeffekt sogar einen relativ guten Schnitt hatte, ging von der Schule ab, veröffentlichte 2 Monate vorher noch meinen ersten Artikel, flog in die Staaten, um einen Vortrag zu halten und zog daraufhin nach Japan, ohne zu wissen, was ich dort machen würde, um mich irgendwie durchzuschlagen. Die Entscheidung fiel mir einfach sehr leicht. He thought, please don't look down on me, but I will. Oh yeah, yeah. And I don't care about your modern decorations in your room, so why should you care about mine? I've had enough of all this gum for conversation. In my mind, you're all retards. Anyhow, cause if you think love will come towards you like a warm summer breeze, you got your head among the clouds and you will never be free. You spend too many nights alone. Was denkst du, wenn Hacker heute Viren und Würmer schreiben und behaupten, das sei im Sinne der Sicherheit? Das ist Blödsinn. Ja, das ist, ja, es ist der Fun-Faktor. Kann ich's? Die Herausforderung? Kann ich sowas schreiben? Und schwierig ist Viren schreiben nicht. Also, und dann, wenn man es gemacht hat, dann will man natürlich auch sehen, ob es funktioniert. Ja, und dann hat man vergessen, die Netzwerkleitung rauszuziehen und schon ist er ein freier Wildmann. Das ist so. Passiert halt. Ne? Und ich nehme nicht an, dass es viele Viren gibt, die versehentlich freigesetzt wurden. Ne? Da ist dann auch, ich will jetzt auch sehen, was mein Kunstwerk kann. Wie viel Schaden richtet es denn an? Und es wird einem heute auch immer leichter gemacht. Es ist ja eben nicht mehr so, dass man erstmal die Programmiersprache eines fremden Großrechners lernen muss, sondern man muss nur seinen eigenen Rechner beherrschen können und mit dem irgendwo was uploaden. Und schon hat man seinen Rechner offen. Also
Hut wird installiert und gut. Also das ist ja heute alles Massenware geworden. Ne? Das ist so, da wird dann auch der Hacker zum Massenphänomen. Und das sind dann aber auch Leute, wo ich sage, die entsprechen gar nicht mehr meiner persönlichen Hacker-Definition. Eben weil sie nicht kreativ rangehen. Die wissen gar nicht, was sie da machen, doch sie wissen es schon, sie zerstören. Und Kreativität ist das Gegenteil von zerstören. Also da könnte man eigentlich sagen, es gibt heute gar keine Hacker mehr. Es gibt nur noch Cracker oder wie immer man sie nennt, nur noch Kriminelle. Den wahren Hacker, wie er ursprünglich in Amerika definiert wurde, den sehe ich nirgendwo mehr. Kaum noch. Das ist vorbei.